Wenn du gerne Stoff mit Acrylfarbe bedrucken möchtest, der Stoff waschbar sein soll, ohne dass sich die Farbe ablöst, bist du hier richtig. Dafür musst du dir auch nicht noch extra Stoffmalfarbe kaufen, sondern du kannst auf die Acrylfarbe zurückgreifen, die du sowieso zu Hause hast. Mein Name ist Anneliese Klotz und hier zeige ich das Bedrucken von Stoffen mit Acrylfarbe und Pflanzen. Jedes Stoffstück wird nur einmal bedruckt, Vordergrund und Hintergrund in einem Durchgang mit tollen Ergebnissen. Natürlich kann man den Stoff auch mehrmals bedrucken, überlagernd also. Und selbstverständlich kann jeder Druck auch direkt mit der Stoffmalfarbe bemalt werden. Während ich im Hintergrund drucke, gebe ich dir Tipps und Hinweise zum Drucken auf Stoff, was du bei den Farben beachten solltest, worauf es beim Sammeln von Pflanzen ankommt und so weiter und so fort. Die benötigten Materialien findest du unten in der Beschreibung. Das Video zur Herstellung einer Ackerdruckplatte findest du unter dem Titel Jelly Blade selber machen ohne tierische Gelatine, ebenfalls in der Beschreibung unten oder am Ende dieses Videos. Du kannst auch einfach die Infokarte hier oben rechts anklicken. Welche Pflanzen sammeln? Im Mai gibt es auf den Wiesen so viele schöne verschiedene Gräser, die perfekte Zeit zum Drucken mit Pflanzen. Also raus in die Natur, das schöne Wetter genießen und Gräser, Blumen und Blätter sammeln. Dabei bitte darauf achten, dass die gesammelten Pflanzen keine Dornen haben, es sei denn, es gehört zu deinem Konzept, dass die Ackerdruckplatte verletzt wird. Das gibt nämlich interessante Strukturen. Da die Ackerdruckplatte eingeschmolzen werden kann, sind Verletzungen überhaupt kein Problem, weil nichts kaputt geht. Einfach die Ackerdruckplatte einschmelzen und neu gießen. Von getrockneten Blättern rate ich ab. Die sind nämlich spröde und zerbröseln. Die Brösel hast du dann auf deiner Platte. Das ist lästig, es sei denn, du möchtest die Brösel als gestalterisches Element auf dem Druck haben. Sollten Brösel, Samen oder Pflanzenreste auf deinem Stoffstück haften, diese bitte nicht direkt entfernen. Das geht schief, weil du wahrscheinlich feuchte Farbe verschmieren wirst. Warte einfach, bis die Farbe gut getrocknet ist und rupple mit einem trockenen Schwämmchen oder sehr feinkörnigem Schmirgelpapier oder Schleifpapier die Samen oder Pflanzenreste ab. Bitte Samenreste unbedingt entfernen, sonst läufst du Gefahr, dass die Samen austreiben und deine Monotypie irgendwann blüht. Stoffwahl und Stoffmedium. Damit die Acrylfarbe auf dem Stoff gut haftet, brauchst du ein Fabrikmedium, also Stoffmedium, das deine Acrylfarbe zur Stoffmalfarbe macht. Dazu wird die Acrylfarbe einfach mit dem Medium gemischt. Folge dabei der Anleitung deines Mediums. Die meisten Hersteller verlangen eine Mischung von 1:1, also einen Teil Farbe zu einem Teil Medium. Der bedruckte und durch Bügeln fixierte Stoff ist bei 30 Grad waschbar, ohne dass sich die Farbe ablöst. Aus meinen Drucken hier werden später Taschen. Beim Stoff ist es wichtig, dass du Baumwoll- oder Leinenstoff verwendest. Auf Synthetikfasern oder Mischgeweben mit hohem Synthetikanteil haftet die Farbe nicht oder schlechter, verblasst also beim Waschen. Positiv und negativ beim Drucken. Beim Drucken mit Pflanzen bekommst du immer zwei Abzüge von der Ackerdruckplatte, einen Negativabdruck und einen Positivabdruck. Negativabdrücke sind spannend und können sehr abstrakt sein. Positivabdrücke wiederum bilden die Feinheiten deiner Gräser, die Körner bei den Ähren, feine Blattadern und so weiter ab.
Tipp zum Farbauftrag 1. Mein Tipp für den Farbauftrag: sei unordentlich. Das gibt lebendige Hintergründe und es muss auch nicht immer überall Farbe sein. Die Farbe trage ich bevorzugt von hell nach dunkel auf. Die erste Farbschicht ist später beim Drucken oben auf dem Stoff, also sichtbar. Je nachdem, welchen Effekt ich haben möchte, verwende ich für den ersten Farbauftrag transparente oder deckende Farben. Dazu sage ich später noch was. Jetzt erstmal grundsätzlich zu deckenden und transparenten Farben. Immer wieder erlebe ich, dass Teilnehmer meiner Workshops dazu neigen, zu den falschen Farben zu greifen und sich dann wundern, wenn das Druckergebnis nicht so ist, wie sie es haben möchten. Seine Farben zu kennen ist klar von Vorteil, nicht nur beim Drucken. Schließlich kannst du von einer transparenten Farbe nicht erwarten, dass sie andere Farben abdeckt. Farben werden von den Herstellern mit Symbolen gekennzeichnet und die Symbole für deckende, transparente, halbtransparente Farben sind bei allen Herstellern dieselben. Am Ende dieses Videos findest du eine Liste dieser Symbole und Abkürzungen, die alle Farbhersteller verwenden. Damit siehst du künftig direkt, ob beispielsweise dein Gelb überhaupt deckend über dunkle Farben gedruckt werden kann. Farbauftrag 2. Zurück zum Farbauftrag. Beim Verteilen der Farbe leicht drüber rollen und nicht zu stark aufdrücken, damit die Farben sich nicht zu sehr vermischen. Zu viel hin und her rollen gibt Farbmatsch, also Grau- oder Brauntöne. Und wie schon gesagt, auch mal Bereiche ohne Farbe stehen lassen. Wie viel Farbe für welchen Effekt? Weniger ist mehr. Im Laufe des Videos wirst du sehen, dass ich teilweise sehr, sehr wenig Farbe auf die Platte aufbringe oder aber auch nur ganz wenig Farbe auf der Platte noch übrig ist. Wenig Farbe ist dann gefordert, wenn es klare, schöne Abdrücke von Gräsern geben soll mit klaren Strukturen. Wenig Farbe auf der Druckplatte gibt sehr, sehr zarte Ergebnisse. Ein dünner Farbauftrag empfiehlt sich auch immer dann, wenn du Farbe mit Schablonen, Netzen, Folien, was auch immer, von der Druckplatte abnehmen möchtest. Ist die Farbe zu dick aufgetragen, lässt sie sich weniger bzw. überhaupt nicht abnehmen und du bekommst keine farbfreien Flächen. Platte zwischendurch reinigen. Vielleicht fällt dir auf, dass ich die Platte zwischen den Drucken nicht reinige. Sie hat immer Restfarbe, Reststruktur und das gibt den jeweils nachfolgenden Drucken Lebendigkeit. Ich reinige die Druckplatte nur dann, wenn ich keine Reste des vorherigen Drucks auf dem neuen Blatt haben möchte oder wenn ich klare, reine, helle Farben brauche. Die Farbaufnahme des Stoffs beim Drucken. Damit der Stoff die Farbe von der Druckplatte gut abnimmt, wird er mit Wasser besprüht. Zudem lässt sich der angefeuchtete Stoff leichter an den Grashalmen entlang andrücken. Achtung, darauf solltest du achten. Wenig oder überhaupt nicht angefeuchteter Stoff nimmt weniger Farbe von der Druckplatte ab. Selbst wenn die Farbe auf der Druckplatte nass oder feucht ist, nimmt ein nicht angefeuchteter Stoff bei dünnem oder leichtem Farbauftrag weniger Farbe auf. Wenn du allerdings richtig viel Farbe auf der Ackerdruckplatte hast, die nicht angetrocknet oder angezogen ist, wird auch ein nicht extra angesprühter Stoff genug Farbe abnehmen.
Pflanzen anordnen und drucken. Beim Farbeauftragen dachte ich bei einigen Drucken an eine Wiese, blauen Himmel, etwas Farben für die Blüten. Nach jedem Druck die Gräser neu anordnen und umdrehen. Die Gräser haben nämlich Farbe von der Druckplatte, die sie dann beim nächsten Druck abgeben. Ein sehr schöner Effekt. Wenn die Gräser zu wenig Farbe von der Druckplatte angenommen haben, kannst du sie für diesen Effekt auch separat mit Farbe abpinseln oder mit der Linoldruckwalze einfärben. Manche Blätter oder Blüten werden zu einer einheitlichen Fläche, wenn sie platt gedrückt werden. Wenn du klare Umrisse und/oder Strukturen haben möchtest, solltest du das im Hinterkopf haben. Mein Tipp hier: Dünne die Pflanzen einfach aus, indem du beispielsweise jedes zweite oder dritte Blütenblatt entfernst. Getrocknete Farbe aktivieren und drucken. Und wenn die Farbe auf der Agardruckplatte angetrocknet oder angezogen ist, kannst du dennoch problemlos mit einer feuchten Farbe drüber gehen, ohne dass sich die Farben vermischen. Feuchte Farbe zieht angetrocknete Farbe mit von der Druckplatte. Ich fasse meine Vorgehensweise nochmal kurz zusammen. Bei dieser in einem Schritt Druckweise druckst du also Vordergrund und Hintergrund in einem Durchgang. Meistens beginne ich mit einem leichten Farbauftrag mit transparenten, lasierenden Farben oder mit hellen Farben, die dann nach und nach immer kräftiger werden im Farbton und Sättigung. Zum Schluss setze ich dunkle Farben für den Kontrast, dann die Pflanzen auflegen und drucken. Warum die transparenten oder lasierenden Farben am Anfang? Gerade in dunkleren Bereichen verschwinden die da nicht, wirst du dich vielleicht fragen. Nein, sie geben den Drucken, gerade auch in den Tiefen, also in den dunklen Bereichen, einen Farbschimmer. Die Farben wirken dadurch lebendiger und nicht flach. Super wichtig, bei transparenten Farben ist, dass sie auf der Agardruckplatte etwas angezogen sind, damit sie sich nicht mit weiteren aufgetragenen Farben vermischen. Nicht deckende, transparente Farben gehen dir verloren bzw. unter, wenn du sie nicht auf der Platte etwas antrocknen lässt. Abschließend noch Infos zum verwendeten Medium. Im Video verwende ich Evans Educational SO 840 Medium Stofffarbe von Skola. Andere Hersteller bieten ebenfalls Medium an, das aus Acrylfarbe Textilfarbe macht. Einfach nach Acryl, Textilmedium oder Fabric Medium suchen. Bei der Marke Golden heißt das Medium GAC 900 Fabric Painting Medium. Wenn du Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich antworte.
Und wenn du denkst, es geht nichts mehr, bekommst du immer noch tolle Drucke. Ein Däumchen hoch von dir wäre super und natürlich freue ich mich über neue Abonnenten. Wenn du die Glocke neben dem Abo-Button anklickst, wirst du informiert, sobald ich etwas Neues hochlade. Viel Spaß beim Drucken und bis demnächst!